was gefragt. Alexa hat gerade reagiert. Keiner hat Alexa gesagt. Egal. Türchen Nummer 9. Türchen, mach mal Piep. Ich bin gespannt, habe ich jetzt auch schon 100 Mal gesagt. Das könnt ihr auch als Trinkspiel machen. Wenn ich sage, ich bin gespannt, gibt's einen Shot. Jo Leute, und cool, dass ihr zu diesem neuen Video wieder mit am Start seid. Ich freue mich, dass du da bist. Denn wir haben heute ein Video, was vielleicht nicht das Interesse der Allgemeinheit vertritt, aber sagen wir mal so, ich habe es nicht selber bezahlt und ich habe es auch nicht gesponsert bekommen, also nicht im klassischen Sinne auf jeden Fall. Und zwar die Rede ist von einem Gewürzkalender und über den Kalender haben Laura und ich auch irgendwie nicht gesprochen. Und dann habe ich, nachdem das ankam, gefragt, sag mal, hast du das hierher liefern lassen? Und sie sagt, nee. Sie sagt, aber ich gucke mal auf deine Amazon-Wunschliste. Dicke, ich drehe ein Video. Ich gucke mal auf deine Amazon-Wunschliste. Und da hat es tatsächlich jemand von euch gekauft. Richtig geil. Dankeschön auf jeden Fall. Und zwar ist die Rede von dem Ortsmann-Adventskalender. Da sind 24 Wintergewürze drin. Ich bin gespannt. Wir sprechen dann auch darüber, was man damit kochen und backen könnte. Genau, ich habe dieses Jahr eine Amazon-Wishlist erstellt und es kam auch schon eine zweite Sache an, die packen wir ein anderes Mal aus, weil ich gesagt habe, dass ich seit 4 Jahren mit YouTube kein Plus mache und ich brauche auch kein Mitleid und so, sondern Minus. Ich habe von meinen 3000 Euro, die ich mal als Puffer hatte, jetzt irgendwie noch, ich glaube, 800. Also die letzten 4 Jahre haben mich auch wahnsinnig viel Geld gekostet. Ich bin halt immer an meine Rücklagen gegangen, um so viele Kalender wie möglich zu kaufen. Und ich habe gesagt, das muss jetzt aufhören, weil ich will weiterhin Rücklagen irgendwie haben. Und habe dann dieses Jahr gesagt, ich nehme die Kalender, die einfach auch ein allgemeines Interesse haben und die ich auch spannend finde und mir leisten will und so weiter. Und alles andere packe ich in der Amazon-Wishlist. Und wenn du dann willst, dass das gekauft ist... Ich glaube, hier war kein Zettel drin. Ich gucke nochmal. Richtig süß. Ihr müsst mir aber nicht zurückgeben. Ist ganz wichtig, ne? Dass ich hier meine Ersparnisse lasse und so, das ist halt mein Hobby und das ist okay. Also du musst dich auf gar keinen Fall gezwungen fühlen dazu. Okay, ich glaube, ich muss das hier nochmal aufmachen. Ah ja, guck mal hier. Da gehen auch die Fingernägel für. Und wie gesagt, 24 Gewürze ist für die meisten wahrscheinlich nicht so spannend. Aber erst von der Aufmache gar nicht schlecht. Ist halt so ein ganz dünner, ne? Aber ist halt nicht schlecht. War auf meiner Wishlist und ist und auch nicht in einer Reihenfolge, sondern man muss auch richtig suchen. Ich bin gespannt, Freunde, ich bin gespannt. Der ist auch so in der Küche eigentlich auch ein cooler Hingucker, finde ich. 2 habe ich schon gefunden. Wo ist die 1? Hier unten. Türchen Nummer 1 auf der Quiche oder was es ist. Ich finde, so Gewürze kannst du auch gut in selbstgemachten Adventskalendern machen. Wir haben hier Lebkuchengewürz. Davon habe ich tatsächlich nur so noch was da von einem anderen Kalender irgendwann mal. Brauche ich offensichtlich nicht so oft, aber ich habe schon eine Idee, wer das bekommen wird. Türchen Nummer 2. Übrigens, mein Freund und ich, wir sind jetzt fast 7 Jahre zusammen, Anfang nächstes Jahr. Und wir wollten, seitdem wir zusammen sind, einen Lebkuchen ausbauen. Das haben wir noch nicht geschafft. Haben wir noch nicht geschafft. Dieses Jahr haben wir gesagt, auf jeden Fall machen wir es. Ich halte euch auf Instagram auf dem Laufenden. Ja, okay. Würzige Quiche. Übrigens kann man da auch... hier, dein heutiges Rezept unter www.ostmann.de. Habe ich Ortsmann gesagt vorhin? Ich meinte Ostmann auf jeden Fall. / Adventskalender. Das heißt, da kannst du dir dann auch zu deinem Gewürz wahrscheinlich das passende Rezept aussuchen. Quiche, kann man eine Quiche vegan machen? Ich glaube, ich habe noch nie... habe ich schon mal Quiche gegessen? Ich weiß es nicht. Aber ja, bin ich auf jeden Fall gespannt. Ich weiß gar nicht, was der gekostet hat. 20, 25, glaube ich. Bin mir nicht mehr sicher. Türchen Nummer 3. Fruchtiger Smoothie. Boah, das ist schon wieder geil. Aber was muss denn da zusätzlich noch mit rein? Fruchtige Süße mit einem Hauch von Pfeffer, Ingwer und Karotte. Ah, nein. Nicht für Vivi. nein. Da bin ich raus. Bei Ingwer allein schon. Ich hasse Ingwer, wirklich. Hasse ich. Nein, nein. Das war nicht weiter. Sag mir mal, bist du Team Ingwer oder bist du... Ich glaube, es gibt nichts in der Mitte. Entweder man mag Ingwer oder man hasst Ingwer und ich bin eher so... Ich hasse Ingwer. Türchen Nummer 4 ist auf der oberen Seite des Ganzen.
Oh, wärmender Eintopf, Freunde. Da bin ich bei euch. Ich liebe Eintöpfe. Eintöpfe sind auch einfach so easy. Deftiges Gewürzsalz. Ja, das fühle ich. Hier hinten ist auch immer gleich noch ein Rezept dabei. Beziehungsweise die Zutaten, die du dafür brauchst. Rezept Kartoffel-Möhren-Eintopf. 2 Personen. 500 ml Wasser. Mit dem Beutelinhalt aufkochen. 300 Gramm geschälte, gewürfelte Kartoffeln und Möhren dazugeben. Auf kleiner Stufe köcheln lassen. Tipp für einen Eintopf als Einlage, ein paar Würstchen oder vegetarische Alternative dazu. Okay. So, Türchen Nummer 5 habe ich schon irgendwie gesehen. Wo denn nochmal? Da oben. Türchen Nummer 5. Spekulatiusgewürz. Eines der Sachen, die kein Mensch auf dieser Welt braucht. Ich mag kein Spekulatius. Dementsprechend brauche ich auch kein Spekulatiusgewürz. Aber ich habe ja eine Konditormama, die das, glaube ich, gut benutzen kann. Das werde ich ihr, glaube ich, mit in den Kalender schummeln. Aber nein, Spekulatiusgewürz. Oh, ich habe einen Kumpel, Martin, ne? Martin, wenn du das siehst, dann melde dich mal in den Kommentaren. Von dem lese ich gerade die Tintenwelt. Das war ja erste Trilogie und jetzt kam ja der 4. dazu. Ich bin gerade bei dem ersten Teil bei Tintenherz, weil er das so feiert. Ist ja auch egal, auf jeden Fall schwört er auf Spekulatius. Und das kann ich nicht verstehen. Kann ich nicht verstehen. So, Lebkuchen ist geil, mit Zartbitter bei vegan. Es gibt so viele leckere Sachen, Vanillegipfel, boah, oder man sagt Kipfel, ne? Also es gibt so viel, so gute Sachen, Schwarz-Weiß-Gebäck, holy guacamole, ja? Aber was halt nicht dazu gehört, ist Spekulatius. Sag mir unbedingt, bist du Team Spekulatius oder nicht? Also ich bin auf jeden Fall nicht Team Spekulatius. Mm. So, Nikolaustag. Ich bin gespannt. Thematisch hätte natürlich das Spekulatiusgewürz gut in die 6 gepasst. Ich weiß aber gar nicht, ob man hier überhaupt Unterscheidungen macht. Nein, macht man nicht. Wir haben hier eine herzhafte... Oh, nochmal die 5 eingedrückt kurz. Eine herzhafte Pilzpfanne. Ich liebe Pilze. Hol dir den Weihnachtsmarkt... Nee, lieben nicht. Lieben nicht. Jetzt muss ich mich kurz selbst korrigieren. Ich mag Pilze. Ich mag Pilze. Aber Liebe ist jetzt zu doll. Pilze sind aber gut auf jeden Fall. Hol dir den Weihnachtsmarkt mit herzhaft gebratenen Champignons ganz einfach nach Hause. Dazu darf ein frischer Kräuterdip nicht fehlen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Hier einfach mal so eine Pilzpfanne zu machen. Safe. Und wie gesagt, du hast dann halt jeden Tag, kannst du dann jedes Mal noch ein cooles Rezept abholen. Das ist auf jeden Fall das Fest. Türchen Nummer 7. Oh ja, das brauchte ich. Das hat mir gefehlt. Die klassische Gans. Gewürzzubereitung für Gans. Ganz klar brauche ich nicht. Nee, da ist ja Zutaten: Meersalz, Orangenschale, Knoblauch, Rohrzucker, Koriander, Beifuß, Ingwer, Kümmel, Majoran, Zimt, Pfeffer, Rapsöl. Also, ja, das kannst du ja auch an andere Sachen dran machen. Brauche ich jetzt aber tatsächlich nicht zwingend, wird also irgendwie weiter wandern. Kenne ich überhaupt jemanden, der Gans isst? Ich nehme es einmal mit zur Arbeit und frag mal. Türchen Nummer 8. Omas Rotkohl, Freunde, das ist geil. Omas Rotkohl, Limited Edition, deftige Kräutermischung. Oh ja, ja. Ich liebe Rotkohl. Boah, aber nichts auf dieser Welt geht über den Rotkohl, den mein Vater macht. Das ist einfach der beste Rotkohl. Aber ja, freue ich mich drauf. Türchen Nummer 9. Hier unten. Oh ja, Pumpkin Spice Latte, das ist auch cool. Nicht, dass ich das schon mal getrunken hätte, aber stelle ich mir auf jeden Fall cool vor. Süße Würzenmischung. Rohrzucker, Kürbispulver, Kurkuma, Ingwer. Zimt, Cayennepfeffer, Nelken. Oh, ich bin gespannt. Wenn ich das koste, zeige ich es auf Instagram. Entweder lecke ich mir die Finger oder ich spucke, ich würge. Wir sind gespannt. So, wir sind schon im zweistelligen Bereich angekommen. Türchen Nummer 10. Ah, sowas liebe ich. Sowas liebe ich. Süßes Bowl-Topping, Mandelvanille. Das ist geil. Das ist bisher mein Liebstes, ja. Ah, oh, okay, es sind Kokosraspeln drin. Aber ich werde es trotzdem probieren. So, Toppings sind schon ganz nice. Kokosraspeln sind halt immer noch mein Endgegner. Aber auf so einer schönen Bowl, das ist schon ganz geil. Türchen Nummer 11. Bunter Auflauf. Also, falls du einfach Bock hast auf neue Rezepte, wähl dich doch einfach den ganzen Advent mal durch, selbst wenn du den Kalender nicht hast. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Meersalz, Karotte, Pastinake, Zwiebel, Tomate, Kurkuma, Petersilie, Stockblätter, Lauch und Rapsöl. Ja, das kannst du gut einfach ranknallen.
Ich bin ja sowieso, ne? Mein Bruder sagt immer, was ich an Gewürzen ranmache, hat er noch nie gesehen. Ich baller halt alles ran, was mir gerade in die Finger kommt und es schmeckt auch gut dann. Küche Nummer 12, wir sind bei der Hälfte angekommen. Winter Barbecue. Ja, Meersalz, Pfeffer, Paprika, Thymian, Zimt, geräucherte Paprika. Okay, das baller ich gefühlt überall rein, an jeden Eintopf. Das heißt, das kann ich auch so benutzen. Türchen Nummer 13. Knackige gebrannte Mandeln. Boah, das ist so eine Sache, ne? Ich würde sowas voll gerne mal zu Hause machen, aber bei Angst, dass ich mir richtig den Topf zerballer. Karamellisieren und so ist ja auch nicht so easy. Vielleicht nehme ich das mal mit zu meiner Mama und wir machen es da. Weil Konditoren haben vielleicht noch andere... haben vielleicht noch andere Ideen. Oder Tricks. Die 14 finde ich. Ja, ich habe auch 13 Türchen schon geöffnet. Geil. Dann nehmen wir doch Türchen Nummer 14. Was die Welt nicht braucht. Und zwar Spicy Ingwer Shot. Einfach nein. Einfach nein. Das mache ich meinem Bruder vielleicht ans Geburtstagsgeschenk. Ist bis 26 haltbar. Türchen Nummer 15. Lieblingskartoffelsalat. Das ist cool, glaube ich. Die halten auch echt bombenfest. Lieblingskartoffelsalat. Yo. Meersalz, Zwiebeln, Schnittlauch. Oh, der ist irgendwie offen. Aber er sieht nicht offen aus. Dill, Rapsel, Petersilie, Sellerie, Liebstöckel, Muskatnuss, Kurkuma. Ja. Türchen Nummer 16. Winterlicher Bratapfel. Das wollte ich schon immer mal selber machen, Freunde. Ja, das muss ich auch irgendwann mal machen. So Bratapfel romantisiere ich total, dass das todeslecker ist. Aber ich romantisiere gefühlt mein ganzes Leben. Türchen Nummer 17. Smoky Flammlachs. Okay. Alles klar. Türchen Nummer 18. Creamy Mac and Cheese. Ja, das ist natürlich todes-easy, ne? Das kannst du natürlich gut machen, aber auch gut verschenken, so. Ich glaube, wir sind jetzt bei der 19. Türchen Nummer 19. Smoothie Bowl Topping. Schoko Chili, Alter. Was für eine Kombination. Kokosrasseln, Haselnüsse, Kakaopulver, Cayennepfeffer. Boah, bin ich gespannt. Werde ich mal probieren. Türchen Nummer 20, wir nähern uns dem Ende. Kinderpunsch, oh, ich lieb's. Richtig geil. Zweitliebster. Zimt, Orange, Koriander, Ingwer, Himbeerpulver, Vanille. Ja, das werde ich. Meine Mama und ich, wir feiern dieses Jahr Weihnachten zusammen alleine. Und vielleicht machen wir uns den, ja. Türchen Nummer 21. Winterliches Ofengemüse. Ob John das so schmeckt? Also Ofengemüse machen wir öfter, aber in der winterlichen Option. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, habe ich jetzt auch schon 100 Mal gesagt. Das könnt ihr auch als Trinkspiel machen. Ich sage, ich bin gespannt. Gib's einen Shot. Die letzten drei Türchen. Türchen Nummer 22. Cremiger Milchreis, Freunde. Da kriegst du mich doch mit. Da kriegst du mich. Und ohne Witz, der geilste Milchreis, den machst du im Thermomix. Das ist keine Werbung dafür, aber wenn ich mich an den Herd stelle, was ja viel, viel aufwendiger ist und die ganze Zeit rühre, ist der nicht so geil wie im Thermomix. Ohne Witz. Das ist der beste Milchreis, den ich bisher gegessen habe aus dem Thermomix. Und vielleicht, wenn ich davon so ein bisschen was reingebe, kriegt der sogar vielleicht noch ein Upgrade. Ich werde euch Bescheid geben. Das vorletzte, das vorletzte Türchen. Heiße Früchte. Ach, wie witzig. Zu meinem Milchreis gibt es jetzt die heißen Früchte. Kann man natürlich auch super zu Hefeklößen machen. Ja, Orangenzahlen, Zimt, Ingwer, Sternanis, Piment, Kardamom in der Schote gemahlen und Vanille. Und das letzte Türchen, was fehlt uns denn noch? Ich weiß nicht, mir fehlt nichts, glaube ich. Doch, pure Vanille wäre geil. Aber in der 24 wahrscheinlich nicht. Ich habe keine Idee. Naja, Freunde, aber jetzt... Magic Dust. Barbecue, Gewürzzubereitung. Nee, Freunde, da hättet ihr... Das war nicht klug, das als letztes zu machen, oder? Oder bin ich nur einfach daneben? Aber das hätte man schon besser machen können. Weiß ich nicht, Freunde. Warum ist das die 24? Freunde, da war so viel drin, weißt du. Ist ja trotzdem ein cooles Türchen, aber da hättest du auch geile Spekulatius... gedönt sind oder so. Also thematisch halt einfach besser wählen können. Naja, ich freue mich, dass du auf jeden Fall bis hier mit am Start warst. Sag mir unbedingt, ob dieser Kalender eine Option für dich wäre. Für, ich meine, 20 Euro. Ich gucke nochmal nach. 18,99. Keine 20 Euro. Prime auch kostenlos.
Also, 19 Euro. Ist mir das 19 Euro wert? Ich glaube, das ist schon cool. Und wenn du irgendwie vielleicht eine Mama hast oder eine Oma oder so, die viel kocht und backt, ist das vielleicht auch ein cooler Kalender für vielleicht auch Menschen mit Diabetes, die sowieso nicht so viel Zucker zu sich nehmen wollen. Ich weiß nicht. Hätte ich ihn mir für 18 Euro gekauft? Wahrscheinlich nicht, nein. Sag du mir das aber unbedingt unten in den Kommentaren. Und, apropos Kommentare, ich blende dir hier nochmal einen Kommentar ein, über das ich mich sehr gefreut habe. Also, Kuss geht raus an die ganzen Cuties da draußen. Und, weil ich ja immer nicht nur reden will, sondern auch meine Sachen einhalten will, gibt es jetzt wieder ein Weihnachtsständchen. Wenn du darauf keinen Bock hast, dann verstehe ich das. Dann wünsche ich dir schon mal einen schönen Tag, Abend oder wann auch immer du das Video guckst. Und für den Rest gibt es jetzt noch musikalische Spitzenleistung. Nicht. Fröhlicher Weihnacht überall, Töne durch die Lüfte, froher Schall. Oh, es ist hier richtig scheiße. Die Lehne dürfte hier nicht sein. Okay, ich muss mich hier hochsetzen. Ach, sonst kann ich hier nicht greifen. Wow, auch dieses Bild hier. Beautiful. Ah, I love you.